Das Funkeltheater. Hier werden Träume, Geheimnisse und Abenteuer lebendig. Wir sind endlich da, Prinzessin Peach! Ich hole uns Eintrittskarten. Es sollte nicht lange dauern. Seh dich doch in der Zwischenzeit im Foyer um. Ich melde mich, wenn ich die Karten habe. Bis gleich! Das genau tun wir, Ladies and Gentlemen, denn herzlich willkommen. Heute ist Release Day. Es ist der 22.03. Und wir haben Vorhang auf, Bühne auf. Für Princess Peach in ihrem allerersten Solo-Abenteuer, das da heißt Princess Peach Showtime, Ladies and Gentlemen. Und mir fallen dazu so viele Sachen ein, wo ich schon sehr gespannt darauf bin, zu erfahren, ob ich damit ein bisschen richtig liege. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es ist die Frau heute mit dem ganz beschissenen Hut. Aber sagt man nicht, ich habe mich mal wieder vorbereitet für euch und habe heute die wohl mit Abstand beschissenste Kopfbedeckung für meinen Eierkopf ausgesucht. Es ist dieses zauberhafte Ding. Ja, also kurz ein, zwei Sätze vorneweg. Ich weiß nicht, welchen Beigeschmack dieses Game oder diese Veröffentlichung für euch da draußen hat. Aber wir haben ja alle so ein bisschen mitverfolgt, dass Nintendo tatsächlich extreme Sexismusvorwürfe damit zu tun hat. Und das tatsächlich auch zunehmend immer lauter und immer lauter. Und man hat es ja im Super Mario Movie schon gesehen, dass Mario als eigentlicher Superheld ja irgendwie in seiner Rolle tatsächlich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen als Tollpatsch dargestellt wurde, während Peach, die Tollkühne, die Tapfere, die Superheldin schlechthin war, und das hat vielen irgendwie sehr, sehr komisch aufgestoßen. Für mich daher versprüht dieses Spiel einfach, ja, genau so ein bisschen die Message des Zeitgeistes, und um gegen diesen Sexismus-Skandal oder ja, dieses einfach, was Nintendo anhaftet, und wir sehen es ja immer wieder in Spielen wie Zelda, wie die Rollenverteilung da herrscht, um dagegen anzukämpfen, denn wir erleben hier Princess Peach in vielen verschiedenen Rollen. Für mich hat das was von ein Mädchen kann alles sein. Ja, auch ihr Männer da draußen, ihr könnt natürlich auch eine Prinzessin sein. Hier ist alles erlaubt auf diesem Kanal, aber das ist so eine Message, die schwingt für mich mit. Wobei ich sagen muss, jetzt, wo ich den Einspieler gesehen habe mit hier werden Träume lebendig. Ja, ich weiß nicht. Schwingt halt immer noch so ein bisschen was mit. So, das wollte ich am Anfang wenigstens einmal loswerden. Und jetzt, Gott, Leute, ich fühle mich echt beschissen in diesem Teil. Das ist aber auch hier für Alien-Köpfe gemacht, ne? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß. Also, wir befinden uns im Funkeltheater und wir werden sehr, sehr viele Rollen einnehmen. Und ich habe ja ein bisschen Angst davor. Aber schauen wir mal. Ihr könnt mir ja sehr, sehr kommentieren, welche Message euch das Spiel vermittelt. Ach, ist schön. Guck mal trotzdem noch, wie toll sie ihren Rock hochhält. Ach, süß. Sie bleibt und ist einfach ein Mädchen. Toll! Aber keiner guckt mir jetzt unter den Rock. Sei euch gleich. Ich bin eine Prinzessin. Ich bin eher so die Bordsteinprinzessin. Wo ist der Laden? Ich zeig ihn dir. Was sind das eigentlich für Dudes? Dieses Theater ist ja eine wahre Schönheit. Da sind so. Warum haben die eigentlich so riesen Nasen? Und so gelbe Köpfe. Theatri. Der Funkeli in diesem Theaterstück ist einfach toll. Seine Funkelkraft überstrahlt alles. Die Funkelis sind unsere Stars. Ihr gewisses Etwas erweckt die Bühne zum Leben. Die Funkelis? Okay. Ich bin da sehr gespannt. Also, Vorsicht, Baustelle. Aber das Theater hat doch schon offen, oder? Tut mir leid, dieser Bereich ist gesperrt. Was ist, wenn da jetzt die Klos unten sind? Wie, warum kann ich nicht nach unten? Welches Theaterstück sollte ich mir ansehen? Wobei Theater ist natürlich auch... Also, es ist einfach grandios. Ich finde es trotzdem sehr, sehr toll, dass Princess Peach endlich ihr erstes Game bekommen hat. Wobei man Nintendo natürlich auch zusagen könnte, dass sie einfach die Kuh melken bis zum geht nicht mehr. Sie ist ein etablierter Charakter, das muss man natürlich auch sagen. Und haben wir nicht alle schon mal gewartet auf ein Spiel mit ihr? Ja, haben wir. So. Heute sind wir Publikum, doch der Traum eines jeden Theatris ist, selbst auf der Bühne zu stehen.
Aber wo soll ich denn jetzt hin? Ja, heute sind wir das Publikum. Da, la, 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 la. Aber wo soll ich denn hin? Vorsicht, Baustelle. Also das Theater sieht tatsächlich noch nicht so wirklich eröffnet aus. Also, Funkelis. Aber vielleicht sollten wir auch noch mal eine Runde rausgehen. Mein Herz klopft ganz laut. Gibt's auch hier richtiges Popcorn irgendwo? Ich kann auch nicht raus. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Haben wir ein Menü? Also, wir haben ein Menü. Vibration? Ach so, okay. Also, Spring und Aktion. Da willst du da, also, no hate, aber ich hoffe, dass wir noch ein paar Tastenmöglichkeiten bekommen, weil sonst wäre das ein bisschen arm mit nur Spring und Aktion. Das wäre so richtig so, ah, das dumme Mädchen kennt nur zwei Tasten. Es ist ein Mädchenspiel, gibt ihnen nur zwei Tasten, damit sie das nicht verwechseln können. Ja, also, das, Nintendo, das nehme ich so nicht hin. Möchtest du? Nein, ich möchte dich zurückkehren. Naja, es bleibt also doch beim Sexismus. Aber was tue ich denn jetzt? Vielleicht gehe ich mal zu den Bildern direkt hin. Kann ich aber auch nichts tun. Kann ich irgendwo unter den Vorhang durchhuschen? Auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Interaktion ist gut, wenn ich wüsste, was ich machen soll. Aber ich kann auch nicht hoch. Also hoch kann ich auch nicht. Okay, Freunde, ich habe tatsächlich... Ah, hier, hier, hier. Mit ihm vielleicht? Nee, auch nicht. Mit ihm vielleicht. Der Einlass für unser neues Fechttheaterstück beginnt bald. Noch etwas Geduld. Prinzessin Peach, ich habe unsere Karten. Okay. Hier ist deine Karte. Ganz schön voll hier, oder? Dann sind die Vorstellungen bestimmt toll. Ich habe ein bisschen Angst, ihr auch. Unser Theaterstück beginnt bald. Wir sollten zu unseren Plätzen gehen. Wir haben eine Ankündigung für alle Besucher des Theaters. Es wird nun Zeit. Wow. Wow. Für eine fesselnde Vorstellung der Extraklasse mit Neil Grape in der Hauptrolle von Der Text war zu schnell. Geil. Ich konnte es nicht zu Ende lesen. Das tut mir leid. Was für eine Hauptrolle? Ich wünsche mir bitte noch die Option, den Text einstellen zu können. Also das fängt schon mal sehr, sehr gut an. Wir sind mitten im Theater und es passiert Grauseliges. Alter, ich kann mich nicht ernst nehmen mit dieser Mütze. Es tut mir leid. Okay, habt ihr das auch gehört? Da hat jemand geschrien. What's wrong? Du möchtest wissen, was los ist? Also, da sind seltsame Gestalten mit Masken und sie bringen all unsere Theaterstücke durcheinander. Solange sie da sind, können wir das Stück nicht aufführen. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Du wolltest dir also nur einige Theaterstücke ansehen und bist dann in diese ganze Sache hineingeraten? Das tut mir leid. Ich muss alles wieder in Ordnung bringen, aber alleine schaffe ich das wohl nicht. Oh, ich wäre wirklich froh, wenn du mir helfen könntest. Was meinst du? Bist du dabei? Mhm. Wirklich? Du möchtest helfen? Oh, ich danke dir. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich heiße Stella. Ich bin eine Funkelfee, die über dieses Theater wacht. Und du bist Peach. Was für ein toller Name. Entschuldigung, ich muss kurz eingrätschen. Aber Stella ist für mich einfach so eine Mischung aus einer Lisa Simpson und einer Rosalina, oder? Wie seht ihr das? Mithilfe der Funkelkraft holen wir uns das Theaterstück zurück, damit die Vorstellung endlich weitergehen kann.
Die Maskierten halten sich im Fechtstück auf. Das ist also unser erstes Ziel. Also, Peach, die Fechterin. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Das Dornenschloss. Vorhang auf, erster Akt. Das Dornenschloss. In den Hauptrollen Princess Peach und Stella. Und Pixeldörte und ihr da draußen. Das ist also die Fechtgeschichte und tatsächlich stimmt hier etwas nicht. Hä? Oh, oh, oh nein! Oh, jemand wurde verletzt. Oh nein. Ob die maskierten Gestalten dahinter stecken? Ah, jetzt verstehe ich. Ich habe eine Idee. Wir sollten es mit der Funkelkraft versuchen. What? Oh, jetzt habe ich hübsches Haar. Jetzt kannst du mit dieser Schleife die Funkelkraft verwenden, Peach. Sieht sie gleich ganz anders aus, oder? Los, dieser Theatri braucht Funkelkraft. Yes. Aber was ist diese Funkelkraft? Wo kriege ich sie her? Ah, gut. Wie habe ich das gemacht? Jetzt fühle ich mich besser. Hier siehst du, was die Funkelkraft vermag. Sie erfrischt und bringt alles zum Strahlen. Mit deiner Hilfe und der Funkelkraft können wir alles wieder in Ordnung bringen. Let's go. Okay. Oh, aber grafisch ist das toll. Hier ist wieder alles ganz normal. Aber wir sehen besser einmal nach, ob im Schloss alles in Ordnung ist. Sie haben ganz plötzlich angegriffen. Aber kann ich jetzt auch wenigstens in den Hintergrund rein? Okay, also, wir sammeln so auf diese Art und Weise Geld ein. Ich kann nur springen und... Weißt du, woran mich das erinnert? An diese Bandgymnastik. Oder? Das ist voll diese Bandgymnastik. Weißt du das? Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt muss ich noch ein Looping und ein Salto machen. Okay, das ist ja lustig. Abgefahren. Habe ich unbegrenzt Funkelkraft? Irgendwann ist das doch auch weg. Okay, grafisch finde ich es richtig toll. Finde ich richtig toll, weil das halt... Alt? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Weil das halt wirklich was von einem Bühnenbild hat. Ist das cool. Oh, oh. Ich hab solche Angst. So, nehmt das. Ich habe Funkelkraft. Das sind die Schurken. Sie machen wohl immer noch Ärger. Wir müssen eingreifen. Setzen wir wieder die Funkelkraft ein. Ich wusste es. Gegen die Funkelkraft haben die Gestalten keine Chance. Ist ja geil, sind das Scheinwerfer. Okay, das ist wieder so ein typisches Nintendo-Spiel, wo du einfach sagst, hey, du da, ja, gut zu. Hey, was willst du denn hier? Mit euch spielen, Freunde. Bring. Oh nein, guck doch mal. Und im Hintergrund diese Dornenranken. Okay, das ist sehr cool gemacht. Also grafisch finde ich es schon wieder. Es macht mich glücklich. Es ist toll. Ach Leute, ich glaube, damit werden wir auch Spaß haben. Irgendwie sieht das so aus, als hätten die so Lampennasen an sich. Also, wir sind in einem Tutorial gefangen, ein wenig. Aber das ist nicht schlimm. Warum haust du dich einfach ab? Guck mal, wie die Blumen dann drüber rumkommen. Süß. Warum haust du dich einfach ab? Gegenfrage. Wie kann man ihnen helfen? Okay, da sehen wir gleich, wie viele Herzen und Leben wir hätten. Wir hätten aber auch was anderes bekommen können. Mehr Attacken habe ich noch nicht. Der Effekt sieht süß aus. Also, dass ich Peach mal mit dem Pferdeschwanz sehe, hätte ich so jetzt auch nicht gedacht. Hier gibt es eine Abkürzung zum Schloss. Oder es gab sie mal. Wo ist nur der Weg? Naja, da hinterm Gebüsch. Kommt mir ja nicht zu nahe. Gilt auch für euch.
Also, wir sammeln fröhlich Geld ein. Doch, das erinnert mich voll an... an diese Gymnastik. Ist ja olympische Wettkampfdisziplin auch, soweit ich weiß, ne? Aber die Blumen als Scheinwerfer sind... Achso, da fehlt noch eine Blume. Da war noch was. Hallo? Prinzessin! Ich krieg die Blume nicht auf. So, alle Scheinwerfer auf die Büsche. Hurra, jetzt kommen wir weiter. Müssen wir jetzt auch applaudieren? Das ist ein Funkelkristall. Er ist ein greifbarer Hinweis deines Könnens. Diese Kristalle strahlen vor Kraft und werden dir sicher noch einmal sehr nützlich sein. Oh, also pro Level gibt es wahrscheinlich so viele. Ich fürchte nur, dass das Ganze so linear vielleicht wie in Paper Mario zum Beispiel sein wird. Aber gucken wir mal. Wir können das Schloss von hier aus... Was auch immer, der Text war weg. Was machen denn die ganzen Dorn da? Cerisa and the Lost Demon. Oh nein, der König ist hier im Schloss. Aber die Prinzessin ist außerhalb des Schlosses. Okay, muss ich mich beeilen, oder? Wenn ich nur etwas stärker wäre, dann... Ich fühle mich unbesiegbar. Süß sieht er aus. Okay, da können wir vielleicht rein. Halt, geh weg. Kann ich da auch rein? Schade. Also, ich werde wahrscheinlich nicht jeden Satz von diesen kleinen Wesen kommentieren oder vorlesen. Aua! Ah, okay, gut. Einmal gegengerannt, verlieren wir auch was. Wenn jetzt hier erstmal ein bisschen noch was machen. Kann ich hier runterspringen? Ja, kann ich. Aber, pass auf, warte mal. Da links war ja noch was. Gucken wir erstmal hier hoch. Ja, was wohl im Schloss vor sich geht? Gucken wir mal. Was ist das? Die Bäume standen einmal in voller Blüte. Ja. Guck mal, ich kann Bäume wieder zum Blühen bringen. Also von der Bedienung... Oh, okay, das ist so süß gemacht. Es erinnert mich tatsächlich auch so ein bisschen. Es hat irgendwie so ein bisschen Paper Mario-Vibes, oder? Aber es erinnert mich auch sehr an den Yoshi-Teil, den es auf der Switch gab. Könnt ihr euch auch an den noch erinnern? Von der Bedienung wirklich sehr, sehr einfach. Aber man hat viel zu gucken und zu erleben. Ich habe eine Steife bekommen. Okay, also es gibt auch so eine Zwischenräume. So, und ich sollte aufpassen, dass ich meine Herzen nicht verliere. Es wäre peinlich, jetzt hier zu sterben. Nur weil ich irgendwie blöd gegen irgendwelche Dornranken gerannt bin. So, mal schauen, ob wir überall alle Geheimnisse finden. Ah, guck mal. Aber kriegen wir die weg? Würde ich die hier auch wegkriegen? Würde ich die wegkriegen? Weil die da habe ich ja wegbekommen. Aber hier passiert nichts. Ich bin verwirrt. Ich bräuchte auch langsam noch mein Herz. Naja. Das ist die Fechtfunkelkraft, Peach. Gemeinsam können wir sie nutzen, denke ich. Die Fechtfunkelkraft? Jetzt werden wir zur Fechterin. Hoffe ich. Oh mein Gott, ist das Kleid toll! Ja, stimmt. Fechtoutfit ist ja... Entschuldigung, wer findet auch, dass diese Dame dort sehr, sehr scharf aussieht? Entschuldigung, Princess Peach. Hallo. Oh Gott. Okay, Alter, die sieht scharf aus. Kann ich jetzt endlich mit dem Degen umgehen? Oh, aber jetzt wird es auch gefährlich und ich habe nur noch ein Herz. Oh, cool. Ah, hier.
Geil. Okay, das ist cool. Das ist richtig cool. Ich hatte die Demo ja noch nicht gespielt. Also von den Moves extrem schön gemacht. Richtig schön. Ja, elegant. Oh, wir haben irgendwo zwischendurch ein Stern-Dings vergessen. Nicht gefunden. Kann ich nochmal zurück? Nein, kann ich nicht. Ach, Mist. Gleich im ersten Level abgelost. Wir brauchen die Fechterin. Ihr habt die Fechterin bestellt. Hier kommt die Fechterin. Ach, die einfach trotzdem gegen die Dornen rennt. Ja, irgendwo habe ich einen nicht eingesammelt. Na toll. So ein Mist. Na los. Nicht einen Schritt weiter. Okay, pass auf. Also. Beobachte deine Gegner gut und drücke dann B oder A, um auszuweichen oder zu kontern. Ja. Wow, okay, geil. So eine Sachen können wir auch machen, dass sie so richtig ausweicht. Okay, das ist cool. Das heißt, wir haben hier vielleicht auch Bossfights. Okay, cool. Das ist geil. Der Effekt sieht richtig krass aus. Oh, wie cool. Aber die Abschnitte sind irgendwie sehr, sehr kurz, findet ihr nicht? Aber vielleicht werden die ja noch länger. Also hier haben wir auf jeden Fall auch Münzen. Warte mal, hier steht auch was von Steuerung. Bist du an einer interessant aussehenden Stelle, dann drücke ZL oder ZR, um zu posieren. Was posieren? Was bitte? Hä? Ah, okay. Hinter dem Vorhang auf gut Deutsch. Geil, ist wirklich wie, wenn du so hinter einem Vorhang bist, ne? Ah, vielleicht war das sowas als Zwischendings. Aber wie komme ich denn heraus? Nochmal ZL? Ah. Aha, aha, aha. Okay, okay. Der König! Was sollen wir nur tun? Edle Fechterin, bitte hilf uns. Rette unseren König. Der König steckt in Schwierigkeiten. Beeil dich. Was auch immer da jetzt in Wirklichkeit dagestanden hat, ich habe keine Ahnung. Der Dex ging zu schnell weg. Oh, oh. Ich werde dich hier nicht durchlassen. Auf sie. Weil der hat ja auch noch ein Schild, der Typ, ne? Der kann also schön auch abwehren, ne? Ich kann das nicht. Ah, auf den nächsten Dude bin ich ja gespannt. Na, dann komm mal ran hier auf Meter. Jetzt bin ich dran. Wow. Oh, mit Käfig. Fantastisch. Aua. Also den richtigen Moment abpassen. Das war's? Hä? Okay. Es ärgert mich, dass mir da einer fehlt. Oh, warte mal, hier steht auch was von Steuerung. Möchtest du Gegner über dir besiegen, neige L nach oben und drücke B. Eine stilvolle Attacke. Die Fechterin ist hier. Zum Angriff. Lass mich raten, ich kann 100 nur maximal einsammeln. Nee, okay. Kommt da immer mehr raus? Finde ich ja cool. Immer mehr. Kommt da immer mehr raus? Rennt ihr vor mir weg? Bleib stehen. Ja, sieht so aus, als wäre das so ein Fass ohne Boden. Da wollte ich nur ran. Ja,
Aber kann ich alle besiegen? Es sieht jetzt nicht so aus, als müsste ich alle besiegen, sondern als müsste ich einfach nur nach oben kommen. Der war aber auch echt blöd platziert. So, jetzt weiß ich halt nicht, guckt man erstmal hier vielleicht? Ja, nein, zurück, zurück, zurück. Ah, zurück kann ich nicht. Ja, ich hätte doch erst nach links laufen müssen. Da ist der König! Ich kann auch nicht mehr zurück. Na toll, da wäre bestimmt noch was gewesen. Dieses Schloss gehört jetzt uns. Nix da. Was bitte? Hier habe ich das Sagen. An mir kommst du nicht vorbei. Hier sieht so zusammengetackert aus. Doch, komm ich. Vielleicht. Weiß zwar noch nicht wie, aber da sollte ich safe weglaufen. Okay, hier kann ich nichts tun. Ah ja, das heißt, ich muss dann nach hinten. Ah, warte mal, hier steht was zur Steuerung. Weiche gegnerischen Angriffen aus, indem du mit Hilfe von A springst. Ja, super, das ist der Tipp. Da hab ich doch zusammengetackert. Und dann hat sie so ein bisschen so Zeitlupeneffekt, ne? Den man sich ausnutzen kann. Oh, warte mal, da müssen wir aufpassen. Zack. Das sieht aber trotzdem unfassbar cool aus. Ja, den einen, da hätten wir nach links gemusst. Und das war Peach als Fechterin, würde ich sagen. Thank you very much. Und die Schleife haben wir, aber zwei haben wir nicht bekommen. Wir haben ein Fechterinnenkleid bekommen. Zauberhaft. Fortsetzung folgt. Aha. Ist da jetzt eine Disco-Kugel oben drüber? Wir haben es geschafft. Gemeinsam ist es uns gelungen, die Funkelkraft zu nutzen. Oh, aber noch ist das Theater nicht wieder so, wie es vorher war. Ob das an diesen leuchtenden Fäden und dem Symbol dort liegt? Die anderen Stücke brauchen sicher auch unsere Hilfe. Komm, lass uns gleich nachsehen. Machen wir. Ladies und Gentlemen, die anderen Stücke brauchen auch unsere Hilfe. Und in welches Theaterstück wir reingehen werden, werden wir das nächste Mal herausfinden. Denn wir machen jetzt eine kurze Popcorn-Pause. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit am Start seid. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.